So. Dann müssen wir einmal. Art war das, glaube ich, ne? Ja. Hüchen. Meine kleinen Alps. Hör auf zu schreien. So. Damit sind wir die auch los. Ah, du schon wieder. Die werden wir jetzt hier, glaube ich, öfter treffen. Nehmen wir einfach mal komplett mit dich einmal. Was waren denn die Verträge dahingehend nochmal? Basilisk, was Schlinge, okay. Von dem, da brauchen wir eigentlich gar nichts. Okay, da geht's auf jeden Fall weiter und von dir bräuchten wir eigentlich auch nichts. Noch mehr. So. Ah ja, stimmt. Mit dem Kampfstil geht's schneller. So. Gravier. Oder wie auch immer man euch ausspricht. Gerald, kannst du dich nicht einfach mal entscheiden, wie du als erstes angreifst? Und da geht's auf jeden Fall weiter. Oh! Ureus! Hallo, Ureus! Der ist einfach mal so doppelt so groß wie seine Brüder. Taurenkopf. So, ich muss sie dem Dorfprobst als Trophäe bringen. Okay. Also dem kann ich nichts abluchsen. Hier ist aber auch nichts Besonderes drin. Okay. Leicht enttäuschend. Und ich dachte, da wäre jetzt noch irgendwas anderes drin. Apropos, warte mal. Gut. Ich will nämlich jetzt einmal ganz kurz wegen der Hexerrüstung gucken. Ich hoffe, das ist okay. Und zwar einmal das hier. Okay. Stimmt, es gibt drei Schwerterchen. Warte mal, kann ich jetzt einmal kurz wieder zurück? Hier kann ich dann. Ja, okay, ich kann trotzdem weiter scrollen.
So. So, dass ich dann auch alles sehe. Ruft am See, Banger trifft. Was? Sarkophag in der Ruf der Striege. Okay. Okay, es gibt einmal die Neutrale, es gibt die Ordens und es gibt die Squatel-Rüstung. So. Ich glaube beim letzten Mal hatte ich die Neutrale. Beim letzten Mal hatte ich die neutrale Rüstung. Wunder, Wunder. Diesmal möchte ich aber ein anderes haben. Okay. Gut. Das wird erst in Kapitel 5 tatsächlich wichtig, wenn ich das gerade so richtig gesehen habe. Gut, ja. Sehr schön. Dann können wir jetzt erstmal unbesorgt weitermachen. Brauche ich hier auch nur nicht so wirklich viel achten. Wichtig wird es dann halt wirklich, wenn wir in Kapitel 5 sind. Hier guckt er einfach auf den Boden geflutscht. So, gucken wir jetzt mal hier hin. Vielleicht trifft man jetzt auch an jeder Straßenecke, ne? Beziehungsweise an jeder Berufsecke, Entschuldigung. Ah, ne, die. Hier kann man sich so leicht verirren. Könntest du wenigstens ordentlich vorausgehen, ohne ständig seitwärts gehen zu wollen? Also. Ich brauche hier richtige. Jetzt nur noch du. Jetzt können wir hier wieder alles einsammeln. Der Mensch hat was mit. Oh, noch ein Algul. Nee, wenn wir dafür vielleicht am Ende aufsteigen sollten. Ja, das ist ja nicht verkehrt. Hallo, Flatterer. Warum können hier keine Verschlinger drin sein? Das wäre jetzt cool. Da brauchen wir, glaube ich, auch nur noch eine, ein Item. Hier mussten wir aber auch nicht hin. Och, noch einer. Da geht's nicht weiter. Jetzt erneut eine Halle. Hier geht's nicht großartig weiter.
gut. Schade. Hallo, Herr Alkohol. Ah, okay, hier. Ach du Grüne. Garkin. Okay, hallo Garkin. Immer so leicht erschrecken, wenn plötzlich einfach einer hinter dir steht. Oh, der zuckt noch. Gar kein Speichel. Da ist das Katzengeschirr. Wohl wollen das Gericht gewinnen. Ich würde mit der Hexe sprechen. Okay. Jetzt dürfen wir tatsächlich auch wieder zurück. Hier ist nur eine blöde Fackel drin. Die brauchen wir nicht. So, und da links geht es auch noch irgendwo rein. Da sind einfach nur wieder ein Alp drin. Hier sonst noch was drin? Nö. Wie soll es auch anders sein? Gut, hier ging es raus. Ja, nee. Mit euch schlage ich mich jetzt nicht nochmal rum. Wir verdünnisieren uns jetzt. Schauen uns hier auf jeden Fall noch mal weiter um. Denn die Felder sind groß. Und ziemlich weitläufig. Hier hinten stehen noch Häuser. Wollen wir uns natürlich einmal ansehen. Der Einsiedler, wir haben ihn gefunden. Wie kann ich helfen? Wir können auf jeden Fall was mit dem Poker spielen. Gibt es etwas, was ein Hexer für euch tun kann? Ich habe tatsächlich ein Problem. Wie kann ich helfen? In der Nähe gibt es einen Druidenring mit einer alten Statue der Göttin. Der Ort ist mit Macht gesättigt und lockt gefährliche Wesenheiten an. Kein Wunder. Die wilde Jagd sucht den Ring neuerdings ebenfalls heim. Ihr König hofft, die Seelen der Krieger anzulocken, die in den Kurgans bei meiner Hütte ruhen. Ich hatte schon mit der wilden Jagd zu tun. Was soll ich für euch erledigen? Stimmt, in dem Spiel tötet schon. Neun Phantome. Eine heilige Zahl unter den Druiden. Vielleicht vertreibt die Anwesenheit eines Hexers den König der Jagd. Als Lohn könnt ihr ein Buch über Vampire haben, eine Hütte oder einen Kranz Immortellen. Okay. Das kann ich machen. Vergesst nicht, der König der Jagd ist ein mächtiger Gegner, den kein Sterblicher besiegen kann, nicht einmal ihr. Und wie kämpfe ich dann gegen ihn? Sucht bei den Kurgans bei meiner Hütte nach Alraunenwurzeln. Das magische Kraut hält den König der Jagd auf Distanz. Zündet einfach die Kerze in dem Ring an und gebt Alraune auf die Flamme. In Ordnung. Das hilft mir weiter. Okay, ich will noch mal kurz was gucken.
Okay. Wenn mir hier nämlich gerade irgendwas angezeigt wurde, deswegen. Gut, jetzt aber auch gar nicht mehr, warte. Ja, egal. Das wird sich hoffentlich schon wieder neu laden. So. So, warte, wir waren ja noch nicht fertig hier. Wie kann ich helfen? Einmal bitte Poker spielen. Vier gleiche. Okay, müssen wir leider akzeptieren. Geht wieder kein Weg dran vorbei. Okay, nächste Runde. Hoffen, dass wir Glück haben. Leider nicht. Jetzt hoffen, dass er Pech hat. Boah, leider nicht. Ich gehe garantiert nicht weiter dazu. Ja, gut. Sieben, ja. Gut, okay. Ja, toll. Eine Fünfte zugekriegt. Haben wir den noch verloren? Etwas zu hoch gepokert. Etwas sehr zu hoch gepokert. Wie kann. Ich möchte aber nicht verlieren, deswegen machen wir nochmal. Also nicht nochmal verlieren. 2, 3. Ja. Gleiche Chancen bisher. Jemand Strafe machen sollen. Ja, ich glaube, gegen den gewinnen wir nicht so leicht. Das ist echt pures Glück. Gegner hätten Full House. Ja, Full House kann ich nicht schlagen. Gegner denkt nach. Dann war er aber ziemlich blöd gerade. Ziemlich blöd. Okay, verloren. Ja, gut. Das ist ein knackiger Gegner tatsächlich. So. Aber wir müssen jetzt wieder so nochmal mit ihm über etwas reden. Darf ich euch etwas fragen? Was möchtet ihr wissen? Ihr sollt ein Experte für die Legende vom Heiligen Gral sein.
Sucht ihr den Heiligen Gral? Möglich. Doch reden wir zuerst. Dann wisset, dass die Legende des Heiligen Grals seit Jahrhunderten studiert wird. Sie wurde myriadenfach interpretiert. Ihr könnt mir bestimmt die Kurzfassung geben. Sagen wir, drei Theorien. Es gibt hunderte, aber meinetwegen drei. Die klassische Theorie, der ich anhänge. Die Verschwörungstheorie. Und zuletzt die rätselhafteste, die philosophische oder mystische. Welche zuerst? Erzählt mir die klassische Geschichte. Eine gute Wahl. Der Gral ist ein Gefäß, ein mächtiges magisches Objekt, dessen Bedeutung nicht einmal die mächtigsten Zauberer ausloten können. Der Kelch besitzt die Gabe, alle Krankheiten, Vergiftungen und Wunden zu heilen. Und wie ist denn dabei? Schmerz wird zu Macht. Einer Theorie nach vermag er in den Händen eines rechtmäßigen Herrschers ganze Länder zu heilen und ihre Bewohner vor Gefahren, Kreaturen der Dunkelheit, Naturkatastrophen und so weiter zu beschützen. Hört sich nach einer Ballade Rittersporns an. Nur die Romanze fehlt. Ja. Wer aus diesem geheimnisvollen Becher trinkt, ist geheilt, gestärkt und erleuchtet. Auf dass er die Wahrheit sieht. Kommen wir zur Verschwörungstheorie. Sie klingt spannend. Sie wurde von Bronze dann populär gemacht und beginnt mit einer komplizierten Theorie über den Ursprung des Wortes Gral. Nach einigen quälend langweiligen Seiten erfahren wir, dass der Heilige Gral eigentlich Sang Real ist, was in der alten Zunge heiliges Königsblut bedeutet. Okay. Bronze dann kommt zu dem Schluss, dass der Gral eigentlich von den Nachfahren des Propheten Majoran stammt. Genug von diesem Verschwörungsgeschwätz. Erzählt mir von der klassischen Theorie. Eine gute Wahl. Der Gral ist ein Gefäß, ein mächtiges magisches Objekt, dessen Bedeutung nicht einmal die mächtigsten Zauberer ausloten können. Der Kelch besitzt die Gabe, alle Krankheiten... Hört sich nach einer... Doch hatten wir bereits. Seit gibt es konkrete Hinweise zu dieser Theorie? Leider weiß ich nur, was ich aus meinen Büchern habe. Okay. Hab Dank. Gut. War jetzt nicht besonders hilfreich, so. Nee. Jetzt möchte ich nämlich mal ganz kurz gucken. So, wenn ich das jetzt nochmal... Okay. Nee, ändert leider nichts an der Tatsache. Okay. Ich habe hier nämlich gerade irgendwas verstellt, von dem ich nicht weiß, wie ich es wieder rückgängig mache. Ich hoffe einfach, dass ich es durch einen Neustart von OBS nachher wieder zurücksetzen kann. Weil sonst wäre das sehr mehr als ärgerlich. Weil, warte mal. Eins kann ich nochmal kurz ausprobieren. Ob das dann nämlich da genauso ist. Deswegen eine kurze Moment Geduld. Ja. Okay, kann ich jetzt nach dem Stream nachgucken. Schade. Schade. Naja, egal. Gott. Ich denke jedes Mal, Witcher ist weg. Nee, Witcher ist da noch. So. Genug rumgeguckt. Dann gucken wir uns hier hinten nochmal den Teil an. Das mit seiner Aufgabe machen wir später, würde ich sagen. Gerade interessiert mich ja nur, was jetzt hier noch so
zu entdecken gibt. Hinten haben wir auf jeden Fall den Vivan. Der kleine Vivan. Ach, das ist jetzt für Igni. Okay. Ah, und hier ist der der Druidenkreis. Also auch wichtig für später. Wie auch immer du bist. Hör auf, deine Leute hier zu heilen. Jetzt erstmal im Bett schreibt mir ein bisschen noch die unendliche Geschichte. Hör auf. Woran schreiben wir dort, dass wir über die Bücher jetzt reden? Ja, okay, schreibe ich mir gleich auf. Und dir auf jeden Fall eine gute Nacht und danke, dass du dabei warst. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Und wir quatschen dann nochmal wegen der Bücher. Also, gute Nacht. Das ist aber ein kleines, mieses Dreckswutscher-Neu-Ding. Was hältst du die denn? Komm. Geralt, hörst du mal auf, ständig deine Gegner zu wechseln? So, einer ist schon mal tot. Okay. Jetzt bist du dran. Jetzt geht es dir in den Kragen. Oh, du auch noch. Du willst auch noch dein Fett weghaben. Gut. Hätten wir dich auch schon mal. Nein, jetzt kann ich das andere Ding nicht mitnehmen, oder wie? Nein, ernsthaft? Das ist jetzt ja mies. Gut, ungefähr hier. Es wird zwar weg sein, wenn wir wiederkommen. Boah, das ist mies. Das ist ja richtig mies. Das ist ja richtig mies. Jo, dann hoffe ich einfach, dass es gleich noch da ist.
beeile ich mich jetzt hier. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir Glück und die Trophäe liegt da gleich noch. Oh, das ist echt eine miese. Boah, nee, jetzt nervt mich du auch noch. Ja? Steck den Dolch weg. Sie hat meine Alina getötet. Ich werde sie nie wiedersehen. Selina hat ihre Schwester getötet? Sie hat es gestanden. Sie haben sich gestritten und Selina hat Alina gestoßen. Meine Liebste schlug mit dem Kopf auf einen Stein. Es ist so schrecklich. Ein Unfall. Selina sagte es mir und ich konnte mich nicht beherrschen. Selina beneidete Alina, war eifersüchtig auf Julian und seinen Wohlstand. Sie muss bestraft werden. Alina ist nicht tot. Sie wurde zu einer Mittagserscheinung. Ah, schrecklich! Ich muss ihr helfen! Macht nur ja keine Dummheiten. Ja, wir müssen zusehen, dass wir... Nein! Dummheit. Pure... Dummheit. Vielleicht haben wir ja auch Glück und können da noch vielleicht den Zementauer nochmal töten. Wenn nicht, wäre das jetzt eine richtig große Ärgerei. Wie seltsam. Einfach mal zwei Trophäen. Ich kann nur eine mitnehmen. Okay. Gut. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Bestien töten. Sprecht. Alina und Selina sind tot. Selina hat Alina aus Versehen getötet. Darüber geriet Adam in Raserei und erschlug Selina. Meine geliebten Töchter, lasst mich. Ich möchte allein sein. Was können wir bloß tun? Lasst mich in Ruhe. Nein! Ich traure um meine Töchter. Weißt du, wir konnten es ihm nicht, eben nicht sagen. Ja, gut. Der Zimmer Tower ist hoffnungslos verloren. Ich hätte gern einen Happen. Ich liebe Hochzeiten. Okay. Best. Habt ihr eine Kreatur, die es heißt? Gibt es Belohnung? Ich habe den Fischmann getötet. Große Götter, was ist das denn? Nehmt eure 800 Orens und schafft das garstige Ding weg! Gibt es in der Gegend... Am Ufer leben Elfen. Sie sind ein selten... Und dann ist da das... Wieso? Sie wurden böse. Ich werde Bestie. Lebt wo. So. Wenn ich 800 Orens dafür gekriegt. Gehen wir noch einmal zurück. Ist mir jetzt egal, ob wir da eine Quest haben oder nicht. Wir zu dem einen Fluss da zurück. Gucken, ob unsere Trophäe da noch liegt. Ich hätte gern einen Happen. Das ist echt mies. Der hätte auch so viel Erfahrung noch mitgegeben.
Naja, wir hoffen, er ist das Beste. Mehr können wir nicht mehr tun. Dann in diese Richtung.